Germany 4 votes. Germany 5 points. Germania 6 Punkte. Germany 7 points. Germany 8 Punkte an Deutschland. Deutschland 10 Punkte. And finally, Germany 12 points. And Germany 12 points. L'Allemagne 12 points. Germany 12 points. 12 points. Live aus Berlin. Germany 12 points. Die deutsche Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest. Und hier sind sie, Sarah Kuttner und Jörg Pilawa. Song Contest live aus der Treptow Arena in Berlin. So, Sie hören es, meine Damen und Herren. Und ich sag noch, ja? Ich sag noch, das ist meine Stadt, die wird uns nicht verlassen. Das ist Berlin. So klingt Berlin. Allerdings. Man muss allerdings auch sagen, es sind heute Fans aus ganz Deutschland angereist, um ihre Stars zu unterstützen. Deshalb würde ich sagen, in dieser Arena sind ungefähr gefühlte Fans 300.000, zumindest klingt es so. Das ist gut so. Hoffentlich bleibt die Stimmung die ganze Zeit so. Sie hören es schon, da oben sitzen die Fans von Westbam, ja. Das ist Scooter. Aber alle Fans sind vertreten von ihren Künstlern. Und hinter der Bühne warten sie und ihnen geht allesamt natürlich den Musikern der Moors ganz gewaltig auf Grundeis. Denn es geht heute darum, wer kann am meisten Anrufe am Schluss auf sich vereinigen und vertritt Deutschland am 15. Mai in Istanbul. Ich würde an dieser Stelle gerne kurz ein bisschen abschweifen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber in diesem Jahr, also 2004, gibt es in Deutschland 14 Wahlen. Und wir würden an dieser Stelle kackfrech behaupten, dass dies hier die allerwichtigste ist, weil es geht nämlich nicht nur um Deutschland. Es geht nicht nur um Deutschland, sondern es geht um Europa. Und Sie, also Sie im Saal leider nicht so richtig, aber die Leute, die zugucken, entscheiden nämlich mit Ihrem Anruf, welchen Song wir zum allergrößten Musikwettbewerb auf der ganzen Welt schicken, nämlich zum European Song Contest, Eurovision Song Contest, am 15. Mai in Istanbul. Was wurde im Vorwege alles spekuliert? Der Grand Prix soll neu erfunden werden, der Vorentscheid und. Und es wurde gemunkt und einige haben gesagt, oh Gott, Ende vom deutschen Schlager. Ich sage nur, ist doch letztendlich egal. Die Sendung heißt Germany 12 Points und was wollen wir alle? Wir wollen natürlich, dass in Istanbul möglichst viele Länder mal wieder 12 Punkte für Deutschland geben. Und deshalb suchen wir hier und heute natürlich den besten und erfolgreichsten Song. Das war ja so, dass das die letzten Jahre, ich sag mal, gelinde so ein bisschen eingestaubt ist. Und dann dachte man sich, als das auch beim NDR angekommen ist, dachte man sich, wir müssen irgendwas machen, da muss was passieren. Irgendjemand muss einen Plan herholen. Und natürlich hatte irgendjemand einen Plan quasi in der Hosentasche, hat ihn auf den Tisch gefeuert. Und der Plan war eigentlich relativ übersichtlich. Wir brauchen eigentlich nur einen deutschen Hit, der quasi auch so ein bisschen das Zeug hat. Vielleicht ist es Scooter, man weiß es nicht. Der quasi das Zeug hat, auch ein internationaler Hit zu werden. Wir werden sie alle noch hören, ich verspreche es. Also ein deutscher Hit, der das Potenzial hat, auch ein internationaler Hit zu werden. Und wir haben jetzt hier 10 Songs, die alle schon Hits sind. Ne? Und sie mussten ein Kriterium erfüllen, um überhaupt hierher zu kommen. Sie mussten nämlich im Programm von Viva stattfinden.
Da es noch einige Fernsehzuschauer gibt, die wahrscheinlich nur drei Programme auf ihrer Fernbedienung programmiert haben, sei gesagt, Viva ist der erfolgreichste Musiksender Deutschlands. Und liebe ARD-Zuschauer, ihre Kinder und Kindeskinder gucken das, während sie vielleicht bei der Tagesschau Moik und Fliege reingucken. Also das ist schon der Sender, den man gucken muss, wenn es um gute Musik geht. Und deshalb steht auch Sarah Kuttner hier. Sie hat was sehr Interessantes dort stehen im Dekolleté, aber das ist nun 30 Jahre her. So ein Hit brauchen wir in Deutschland mal wieder für das Finale dann in Istanbul. Jetzt geht's endlich los, oder? Ja, die Sache ist ja, die eins würde ich noch gerne sagen. Es war ja schon sehr lange vorbereitet, diese Veranstaltung. Und viele Leute haben erst viel zu spät gemerkt, Mist, ich möchte eigentlich auch hier stattfinden. Ich möchte auch auf diese Bühne, ich will ja auch singen. Und für die Leute, die viel zu spät waren, quasi auf den letzten Drücker kamen, gab es auch noch eine Voraussetzung zu erfüllen. Sie mussten einfach nur auf einen der ersten 40 Plätze in den Hitparaden kommen. Sicherlich weiß der eine oder andere schon, wem das auch gelungen ist, dazu kommen wir aber später. Jetzt hören wir die Max-Fans irgendwie, ja. Gut. Also, wir machen nichts anderes, als Ihnen 10 Titel vorzustellen und Sie zu Hause wählen, wer es denn wird. Und jetzt geht's los. Es geht tatsächlich los, leider fängt es jetzt schon an zu hapern, weil der nächste Gast, Teilnehmer, der kommt aus Hamburg und Hamburg hat ja bekanntlich unglaublich gut aussehende Männer, aber dieser junge Mann, der jetzt kommt, sieht leider so gut aus, dass es total dumm von mir wäre, weiter zu reden, weil ich vermutlich anfangen würde, Unsinn zu reden, ich würde sabbern, lauter Sachen, die im Fernsehen nicht gut aussehen, deswegen haben wir für Sie da was vorbereitet, um mir Arbeit abzunehmen, bitteschön. Hallo, ich bin Patrick Nuro, ich wohne in Hamburg und ich freue mich, für Deutschland zu siegen. I wish you would try to make me feel that you still care, you still care. Nach Istanbul zu fahren wäre für mich die Chance, meinen Song ganz Europa zu präsentieren. Was mich von den anderen unterscheidet, ich habe Schokolade im Blut und eine fette Nummer. So, mein Job ist es gleich für euch zu singen und euer Job ist es für mich zu voten. So, jetzt dachte ich eigentlich, dass bei euch irgendwas passiert hier. Denn das sind die Fans von Patrick Nuro. Und was können wir über ihn noch sagen? Eigentlich wollte er bis zu seinem 14. Lebensjahr Tennisprofi werden. Aber ich sagte, nee, ach komm. Tennisprofi hat man Steuerschulden, dann gibt es die Wäschekammer, will ich nicht. Drum ist er nicht Bäcker geworden, sondern Schreiner, aber gehobelt hat er auch nicht lange. Er hat gesagt, er will Musik machen. Und hier ist die Startnummer 01, schon mal merken, wenn Sie für Patrick Nuro sind, mit Undone. To hurt and hurt you, I wish you would try to make
No undone. Patrick No, Startnummer 01. Zeig nochmal die Schweizer Fahne. Gut. Wo ist euer Plakat nochmal? Hoch damit. Wollen wir nochmal sehen? Die Fans haben gebastelt und geklebt. Wenn sie gesagt haben, ja, das kann ich mir vorstellen für Istanbul, merken sie schon mal die Startnummer 01. Weiter geht es mit der Startnummer 02. Und da weiß ich, dass es Sarah ganz, ganz schwer hat. Warum? Weil sie ist ein bekennender Fan von dieser Berliner Band. Deshalb freue ich mich jetzt schon auf die Anmoderation. Ganz genau. Ich befürchte ja so ein bisschen, dass jetzt der ein oder andere Zuschauer zu Hause sitzt und denkt, ja, ist ja super mit dem neuen Konzept, aber kann es sein, dass jetzt hier gar nicht mehr Deutsch gesungen wird? Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ist alles gut, bleiben Sie ruhig, natürlich wird Deutsch gesungen. Unsere nächste Gruppe wird das zum Beispiel machen. Man könnte sogar sagen, dass sie traditionsverbunden sind. Die haben nämlich die Love Parade letztes Jahr mit einem echten Blasorchester eröffnet. Da könnte man jetzt glauben, das ist doch ein Grund, dass Karl Moik anrufen könnte. Ich bin mir nicht sicher, gucken Sie sich lieber mal die fünf Herrschaften an. Bitteschön. Also ich bin Mieze, ich bin die Sängerin der Band Mia. Wir sind aus Berlin. Dein Zucker süßer Rot. Wir nennen unsere Musik Elektropunk. Mein hungriges Herz durchfährt ein bitter süßer Schmerz. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Meine persönliche erste Reaktion war, Grand Prix. Okay, was ist jetzt Grand Prix? Sag nur, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Das passt so ein bisschen zu dieser Band. Sachen zu machen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt von ihnen erwarten würde im nächsten Moment. Ich denke, dass der Grand Prix eine gute Chance ist, über die Grenzen hinaus bekannt zu werden. Nicht teilnehmen, das ist überhaupt gar kein Problem. Das kriegt auch gar keiner mit. Aber sich dahin zu stellen und die Zeit zu nutzen, die man hat, und zu füllen und auch mit dieser Power und mit dieser Liebe zur Musik, die wir haben, diese Zeit zu füllen, das ist doch eine Aufgabe. Das kann ich doch nicht an mir vorbeigehen lassen. Zufälligerweise auch neben mir Peter Plate, übrigens von Beruf 50% von Rosenstolz, hat auch Grand Prix-Erfahrung, darüber werden wir später reden, weil jetzt ist er hier privat und als bekennender Mia-Fan und deswegen kann er jetzt sicherlich mal ein kurzes Plädoyer halten, warum zum Teufel noch eins Mia diese Sache hier gewinnen müssen. Erstens haben Mia einen ganz tollen Song, einen wunderbaren Text und es ist eine wunderbare Musik und vor allem ist Mia eine echte Band, das ist eine echte Band und Mia kommt aus Berlin und ich drücke Mia alle Daumen. An dieser Stelle schließe ich mich an, hier sind Sie mit der Startnummer 02, Mia und Hungriges Herz. Ein super süßer roter Mund, lutscht alle Worte kugelrund, selbst im Kampf ergeben sich deine Lippen mein nicht. An deinen glühend heißen Wangen verbrenn ich meine Finger. Was ist mit meinem Willen bloß? Was
mich durch jemand anderen an. Wenn deine Hände mich berühren, verfolgen sie einen Plan. Mit deiner rauen Engelszunge dringst du in mich ein. Du hältst mich fest, was soll das bloß? Drück dich zurück, lass du mich los. Istanbul, dann merken Sie sich schon mal die Startnummer 02 und Sie werden es kaum raten, wo ich jetzt hier stehe, ja? Wo? Sabrina Setlur! Im Fanblock von Sabrina Setlur. Erstmal Entschuldigung, dass ich Ihnen die ganze Zeit mein Hintern ins Gesicht drücke, ich bin hier gleich weg. Auf jeden Fall ist sie Startnummer 03 und sie ist natürlich erfolgreichste Rapperin Deutschlands. Hi, ich bin Sabrina Setlur. Wie sie leibt und lebt, fühlt und denkt, liebt, lacht, weint. Schickt eure Liebe in Bändchen und Briefen. Wir brauchen Tonnen davon. Auf einer Bühne performen zu dürfen, das, was man am liebsten macht und das, was man im Herzen trägt, und das ist bei mir die Musik, das ist die größte Herausforderung für mich als Künstlerin. Jetzt das mit dem Grand Prix zu machen, macht einfach ein rundes Ding und macht die Sache sehr schön. Mord und Fäden auf dem Land vor den Städten. Und in den Städten selbst habt ihr Fun-Sport für jeden. Aber nix zu essen für einen verhungernden Mann. Wenn ich mich recht entsinne, sei das Soda schon mal untergegangen. Ich denke gar nicht in erster Linie ans Weiterkommen. Ich denke einfach an eine schöne Performance, an ein Lied, das hoffentlich ein paar Menschen da draußen genauso berührt, wie es mich berührt und genauso verstanden wird. Schickt alle eure Liebe, bevor wir frieren. Als hätte man uns die Sonne genommen. Ja. Dass die Sabrina Setlur Fans, und eins kann ich schon mal sagen, Martin und Susanne haben zumindest relativ weiche Beine, man kann gut sitzen. Warum muss es Sabrina sein? Weil sie die Beste ist. Liebe? Liebe, Liebe. Also, Startnummer 03, Sabrina Setlur mit Liebe. Was die Welt jetzt braucht, denn so schnell ich laufe, was hält mich
mich auf und so stellt sich raus, was an Geld nicht kauft, ey. Meld mich auch, damit du weiter sagen kannst, dass es nichts Besonderes ist, alle mit Schreiter haben Angst. Was bleibt an Tatendrang, wenn sie durch dich dringt? Ist vielleicht dem zu widerstehen, wozu die Furcht dich zwingt. Und das ist viel. Während jeder tötet und stirbt, ist offensichtlich, wie sehr die Hilfe hier benötigt wird. Es tut mir leid, dir sagen zu müssen, wie wenig Hoffnung ist, aber vielleicht hilft es dir zu helfen, dass du auch betroffen bist. Es ist ein offenes Geheimnis, das Böse bezwingt nur eines. Liebe in größeren Mengen, und was Blöde jetzt denken ist, die kommen dann schon. Aber yo, wir brauchen Tonnen davon, Tonnen davon. Nicht stören, aber ich spür diese Last, wohin ich jetzt auch sehe, aber trüb mich, was ich bitte dich dringend uns zu geben, was du übrig hast, ey. Ich fühl mich fast wie hinter Folie mit Klarsicht verpackt halt und kann sehen, wieso die Welt so am Arsch ist. Ich frag mich echt, worauf du wartest. Wir sind Untergang und Tod. Wir brauchen deine Hilfe, wie Verhungernde das Brot. Getrunken aus der Not renn ich dir hinterher. Der Hass rückt immer näher, es ist wirklich schlimm und schwer. Wir haben ein kleines bisschen übrig, doch wir brauchen dringend mehr. Schick ich Botschaften an alle, vielleicht kriegt sie irgendwer. Und du hast sie jetzt doch gekriegt. Ich bitte dich von Herzen, Bruder, stopp den Shit. Der Tod bringt es wie Schafott und Strick. Ich weiß, du könntest Leben retten, als ob Gott dich schickt. Merken, Startnummer 03, wenn Sie sagen, sie soll rappen Deutschland in Istanbul vertreten. Sabrina hätte gar nicht singen müssen, weil die Fans konnten von der ersten bis zur letzten Zeile alles mit singen. Ja. Und gut. Jetzt geht es dahin, wo ein jeder hin will, nämlich in den Backstage-Bereich. Dort will man natürlich sein bei den Stars, und dort ist jetzt nicht Sabrina, sondern die ist erst gleich da. Jetzt ist schon mal Sarah da. Ja, man kann sagen, dass ich da bin, wo alle Mädchen immer hin wollen. Und zwar ist das hier hinter der Bühne. Junge Menschen und Engländer sagen Backstage. Und das hier ist ein ganz besonderer Backstage-Bereich, nämlich nicht irgendeiner, sondern direkt hinter mir. Da, wo die Band von Stefan Raab langläuft, vor allem aber auch die Fenster sind, war früher die Mauer. Die Berliner Mauer. Wenn man sich jetzt also ans Fenster stellt, kann man in den goldenen Westen gucken. Wir wiederum befinden uns leider, also was heißt leider, aber wir befinden uns in Ex-DDR-Grenzgebiet. Ist aber kein Grund zur Panik. Ne? Es hat sich ja sehr viel geändert. Auch die Einreisebestimmungen sind locker geworden. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, herzlich willkommen im Osten, Herr Urban. Vielen, vielen Dank. Ist doch gar nicht so schlimm hier, oder? Ja, danke für den Herrn. Ja. Achso, auch sehr gerne, sehr gerne. Peter Urban kommentiert ja schon seit, ich glaube, 7 Jahren den Grand Prix. Der reist also durch Europa, hört sich das alles an. Sie haben ihn vermutlich noch nie im Leben gesehen. Oder Sie sagen sich auch, hallo, ist doch klar, wer der Urban ist, aber wer zum Teufel ist denn der Typ neben ihm? Tata, da ist der Typ neben ihm. Und ich kann sagen, wer es ist. Ich kann sagen, wer es ist. Der fantastische, einmalige Lionel Richie. Hier im Backstage-Bereich. Und eben dieser Glückstotal aus. Ja, hallo, ihr beiden. They don't get to see Peter much. See, the thing is... Max sehen wir ja nicht hier. He's the voice.
Er ist die Stimme. Niemand sieht Peter Urban sonst irgendwo. Dabei sieht er so gut aus. Ich würde an dieser Stelle, wo es ums Aussehen geht, gerne nochmal ein Geheimnis lüften. Wenn Sie jetzt hingeguckt haben, denken Sie, Sie meinen an, Sarah Kuttner ist größer als Peter Urban und Lionel Richie. Die Sache ist die, sowohl Peter Urban als auch Sarah Kuttner stehen auf Podesten und das Schlimme ist, meins ist das größte Podest. Sollen wir runtergehen? Ja, das wäre schlimm. Dann wären wir nämlich so. Wir würden im wahren Leben würden wir so aussehen, ungefähr. Also ich war der Größte im ganzen Raum hier und plötzlich bin ich der Kleinste. Nee, jetzt ist ja Lionel Richie, der steht nicht nur hier, weil er unglaublich nett ist, wobei mir das fast reichen würde. Nee, er ist auch so ein bisschen der amerikanische Wahlbeobachter des Abends und hat jetzt ja schon einige Beiträge gesehen. Davon waren natürlich zwei auf Deutsch. Auch wenn die Titel auf Deutsch sind, kann man die immer noch gut finden? Oh, absolutely. Absolut. Absolutely. Durchaus. Und sonst so, die drei Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben? Gut, ne? Well, so far what I've seen, na, was ich bisher gesehen habe, ist, dass da Talent ist. Egal, dass da Druck ist. Begabung setzt sich durch. Es gibt große Gruppen, die zusammenbrechen, wenn der Druck kommt. Wir werden das einfach noch... Stimmst du zu? Alles genau richtig gesagt. Und wir stehen hier wie die Alten aus der Muppet Show. Ich wollte es gerade sagen, aber es steht euch so gut. Wir wollen auch noch mal kurz, du musst das jetzt einfach weiter noch ein bisschen beobachten, ab und zu immer das internationale Potenzial einschätzen. Peter Urban wiederum ist eigentlich, können wir froh sein, dass er überhaupt hier ist. Er hat ja so viel zu tun, weil er natürlich jetzt auch das große Grand Prix richtige Finale in Istanbul vorbereiten muss. Letztes Jahr war das ja so, dass dann eine Türkin gewonnen hat, Serhat Pisci, und das war ja so ein bisschen eine Revolution, ne? Ja, es war schon wirklich ein großes Ereignis für die Türkei. Vorher gab es Kritik an dem Beitrag, weil er zu modern, zu englisch sei. Aber es war eine tolle moderne Mischung aus R&B, aus Dance und aus orientalischen Einflüssen. Dazu eine wirklich vielsagende Performance. Und die schauen wir uns nochmal an. Sertab Erinner. Genau, ich habe das ja so ein bisschen verfolgt letztes Jahr und hatte zwischendurch immer Angst, dass die so, sich so verknoten in diesen vielen Schnüren. Haben ja anscheinend sehr viel geübt, ist auch nicht passiert. Die ist danach total durchgestartet. Und wo wir gerade von Durchstarten reden, da ist ja auch immer Konkurrenz um einen rum sehr, sehr groß. Die nächsten Teilnehmer, die jetzt kommen, sind, und das möchte man mal behaupten in dem Alter, ne, Konkurrenz unglaublich stark gewöhnt. Die haben nämlich bei Popstars gewonnen und haben sich unterm Strich, glaube ich, gegen 11.000 Bewerber durchgesetzt. Wer die Jungs sind, falls Sie sie noch nicht kennen, und das glaube ich aber kaum, hier sind sie. Hey, ich bin Mark. Ich bin Michael. Hi, ich bin AK. Hallo, ich bin Ken. Und zusammen sind wir Overground. Und wenn dein Bild in meinen Träumen erscheint, ich weine im Schlaf, ich bin so allein. Overground ist keine typische Boyband. Denn erstens singen wir in Deutsch, wir sind echt vier verschiedene Typen. Wir haben einen Asiaten in der Band. Wir sind noch recht frisch, wir sind noch recht ehrgeizig, wir sind noch hungrig, wir sind weit davon entfernt, satt zu sein. Und wenn der letzte Stern vom Himmel fällt, letztendlich wird, glaube ich, die Performance zählen und ich glaube, da sind wir gut abgehärtet. Ich glaube, Grand Prix gibt es jetzt schon so lange, da war ich noch gar nicht am Leben irgendwie. Und ja, das ist halt echt krass, weil ich meine, falls wir es schaffen sollten, sind wir halt in Istanbul und ja, dann kennt uns halt ganz Europa. Sie sehen mich ein bisschen irritiert. Wenn nicht Overground draufstehen würde, würde ich nicht denken, dass die Fans drinstecken, weil ich dachte, hier stehen nur junge Mädchen. Ist aber nicht so. Überhaupt nicht. Und auch das ist nicht der Vater von einem Fan, sondern das ist Marek Erhardt. Grüße Sie. Hallo. Was steht darauf? Ich bin jung. Ich bin jung, ich kann warten. Ich kann wirklich noch warten zum Grand Prix, aber Overground kann nicht mehr warten. 2004 Istanbul ist natürlich jetzt schon gebucht.
einmal noch sagen, warum Fear Overground? Ganz klar, die Jungs können tanzen, die Jungs können singen, die Kids lieben es und sie vereinen zwei Sachen. Sie haben einen internationalen Gruppennamen und singen Deutsch und das ist genau das, was wir wollen. Also, alle, vote for Overground! Platz Nummer 04, Overground, und wie heißt der Titel? Mal gucken, was weiß. Hey! Der letzte Stern. Der letzte Stern, Mensch, Overground. Nach Istanbul. Schau mal die Startnummer von Overground merken. Dankeschön. Dankeschön. Weiter mit Sarah. Mann, 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 dass ich das in meinem jungen Leben noch erleben durfte. Jörg Pilawa in einem Overground-Fanblog. Wunderbar. Und wir kommen zum nächsten skurrilen Fall, und zwar eine junge Dame. Die Sache ist die, die hat auf über 1,8 verkauften Platten gesungen. Es kennt sie kein Arsch. Ja? Das ist jetzt der Punkt, wo sie denken, hier, was denn? Das ist doch gemein. Wie, das ist ja fies. Hören Sie mal auf damit. Ich kann das aber erklären. Die Sache ist die, dass sie nämlich für Oli P., zur Erklärung, Oli P. ist Deutschlands gefährlichster Gangster-Rapper, und für den hat sie quasi immer den Gesangspartner
Start übermorgen. Einige Oli P-Fans hier. Ja, vielen Dank. Oh, Oli P-Fan? Hallo? Ja. Hallo, macht ja nichts. Jedenfalls hat Oli P. mit diesen Platten, zum Beispiel mit Flugzeug im Bauch, da war sie die Frau, die und so, ne, hat er tatsächlich dreifach Platin eingeheimst. Schon wieder ein Unverschämter, denkt man sich. Und das dachte sich die Frau auch und dachte, das kann doch nicht sein. Verdammter Mist, jetzt mache ich den Kram aber mal alleine. Soll sie auch, hat sie auch. Sie hat nämlich tatsächlich den Titelsong zum neuen, und jetzt halten Sie sich fest, Derek Zeichentrick-Kinofilm gesungen. Fantastisch. Grüß Gott, mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Es stand lang in den Sternen, ob wir uns jemals wiedersehen. Hallo, ich bin Tina Frank und die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich als Duettpartnerin von Oli P. Und ich glaube, du weißt, dass ich jetzt alles kann. Das ist der Titelsong zu Derek, die Pflicht ruft. Ich tauche als Comicfigur auf und diese Comicfigur ist logischerweise auch eine Sängerin und singt diesen Titel. Ich schenk dir mein Herz, will es bestimmt nicht mehr zurück. Sollte ich wirklich gewinnen und nach Istanbul fahren, dann würde mich erstmal der Schlag treffen, glaube ich, weil ich damit wirklich nicht rechne. Harry holt den Wagen, Harry macht mir einen Kaffee, Harry zieht die Klospülung, Harry rast zur Spurensicherung. Eben noch gezeichnet, jetzt aber in echt, auf dem Weg zur Bühne, Tina Frank. Jetzt wissen auch Sie zu Hause, wie Tina Frank aussieht, und ich würde behaupten, dass sie unglaublich gut aussieht. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass Derek ja in 102 Ländern läuft. Ne? Das ist eine fantastische Voraussetzung für einen internationalen Durchbruch. 102, es würde trotzdem nichts nützen, wenn jetzt nur der Wepper zum Telefon tappert. Nein, sie muss natürlich viele für sich gewinnen, die dann möglicherweise anrufen. Und ich möchte noch mal ganz kurz fragen, du bist eben so untergegangen. Wie heißt du? Anna. Woher kommst du? Aus München. Aus wo? Aus München. Aus München, extra hierher gekommen für Tina Frank? Ja. Und die wichtigste Botschaft hier, sagen wir es nochmal, zeigen wir es nochmal, Tina Frank auch ohne Oli P. Spitze. Viele sagen auch ohne Oli P. noch viel spitzer, oder? Das kann gut sein, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass wir Tina Frank inzwischen komplett in den Wahnsinn getrieben haben, weil wir so viel geredet haben. Insofern, wir wollen nicht, dass ihr anfängt zu weinen. Hier ist sie mit der Startnummer 05, Tina Frank, und ich schenke dir mein Herz. Bitteschön! Es stand lang in den Sternen, ob wir uns jemals wiedersehen. Jetzt stehst du vor mir und es ist schon wieder um mich geschehen. Dein Blick zieht mich.
Auch ein bisschen wie eine Liebeserklärung unter Organspendern. Ich würde verstehen, wenn Sie an dieser Stelle nicht lachen. Auf jeden Fall, wenn Sie wollen, dass Tina Frank nach Istanbul fährt und Deutschland da vertritt, dann merken Sie sich bitte die Startnummer 05, die könnte nachher sehr, sehr wichtig für Sie werden. Und falls Sie zu Hause mitgezählt haben, 5, das ist ja die Hälfte von 10. Lass mal überlegen. Boah, Hälfte geschafft. Ja? Wenn Sie es spätestens jetzt gemerkt haben, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir haben tatsächlich Halbzeit bei Germany 12 Points. Und an dieser Stelle würde ich total gerne mal zu den Musikexperten im nahe vielleicht Wartesaal zurückgeben. Da steht auch übrigens der Herr Pilawa und da gehört er gut hin. So, hier sitzen wir wirklich, bevor wir aber reden, sitzt dort hinten noch einer, der eigentlich gar nicht mehr hier sitzen sollte, weil gleich wird es für ihn ernst. Und was mich wundert ist, El Chefe Stefan Raab geht wie ein Tiger vorne auf und ab und Max sitzt ja noch ganz entspannt. Ja. Heute wäre eigentlich Abi-Prüfung dran gewesen, in welchem Fach? Nee, das stimmt nicht, das ist ein Gerücht, was rumgegangen ist. In 4 Wochen ist das. Und dann in welchem Fach? In allen dann. Max, ich würde dich trotzdem schon mal bitten, schon mal aufzustehen, ne? Langsam zur Bühne zu gehen. Gleich kommt Max, aber vorher noch einmal. Lionel Richie und Peter. Ja, Stefan ist ein nervous wreck. Stefan ist ein nervöses Wrack. Schauen Sie, ich kann nicht sagen, was da vor sich geht. Ich weiß nicht. Er ist ein nervöser Hast Kerl. Hast du jemals an so einem Wettbewerb teilgenommen? Irgendein Wettbewerb? No, I couldn't survive this. Würde ich nicht überleben. This is too much pressure. Das ist einfach zu viel Druck. Es ist schwer genug, einen Hit einmal im Jahr zu schaffen. Aber sowas vorm Publikum, nee, Sie machen Witze, verrückt. Vielleicht nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie sagen, ich möchte mehr Informationen auch über die einzelnen Interpreten haben, das ist gar kein Problem. Sie können einfach im Internet mal nachschauen unter www und dann eurovision.de oder Eurovision können Sie eintippen, dann lesen Sie eigentlich. Jetzt Peter Orban, wir sind ja auch hier, um mal ein bisschen zu schauen, was uns denn in Istanbul erwartet am 15. Mai. Es haben ja alle schon gewählt, mit Ausnahme von Schweden, glaube ich, die sind morgen dran. Und du hast ja auch ein paar Sachen mitgebracht von Dingen, die wir dann beim Finale sehen genau, werden. Genau, wir können uns ein paar Sachen schon anschauen. Konkurrenten. Zunächst die Türkei, die haben wir ja vorhin mit ihrem Siegertitel vom letzten Jahr gesehen, aber jetzt kommt's noch heißer, jetzt gibt's noch eine Steigerung und diesmal hauen die Türken wirklich auf die Pauke. Schauen wir rein. Mutig, die Türken mit einem Ska-Punk-Titel in Englisch. Aber man sieht ja, die scheinen sich ja vorher entweder nicht richtig rasiert zu haben oder sich bekriegt zu haben, Pflaster im Gesicht. Was, warum? Sind Brüder. Okay, das erklärt alles. Ja, jedenfalls ist dieser Titel sehr mutig, weil also England zum Beispiel, wo solche Musik ja eigentlich zu Hause ist, würde es nie wagen, einen solchen Titel zum Contest zu schicken. Also die Türken, 79% der Türken, der Fernsehzuschauer, haben diesen Titel gewählt. Aus deiner Erfahrung heraus, ist sowas mehrheitsfähig dann? Ich weiß es nicht, also bei einem jüngeren Publikum sicherlich. Okay, noch was mitgebracht? Was ja, wir aus Spanien haben wir einen Titel, da kommt es mit vertrauteren Klängen daher, mit Latin Pop aus Spanien, aber diesmal mit hoher Qualität. Ramon heißt der Sänger. Like it, Lionel? It has all the sounds. Das hat all die Klänge, die ich Miami mag. Sound. Denn es hat Miami ein Amerikaner Sound. Geschrieben, Kiki Santander aus der Fabrik von Emilio Estefan. Er schreibt die Hits für Gloria Estefan, John Secada. Aber rein die Performance ist noch so ein bisschen Ricky Martin für Arme, oder? Na, ja, weiß ich nicht, ob es für Arme ist. Also der Song selbst, der Mann hat 10 Grammys gewonnen. Also die Spanier wollen es wirklich wissen, haben für viel Geld wahrscheinlich ausgegeben für den Titel. Okay, und Beispiel Nummer 3? Dann haben wir noch ein Beispiel aus Belgien, die ja im letzten Jahr sehr gute Zweite wurden mit einem Ethnopop-Titel. Diesmal traditioneller mit einem Eurodance-Stück, das so ein bisschen wie Dana International ist. Schauen wir rein. Live, live, live it.
she from? Wo ist der her? Belgium. Sie ist Belgierin. Aus Belgien. Sie heißt eigentlich hey. Sandy Boots oder so ähnlich, eine Flämin. Say, what is her nationality? Is that what yeah. Nationalität Belgierin. Oh, fantastisch. Unglaublich. Aber rein von dem, was ihr heute hier schon bisher gesehen habt, alle Titel hätten aber durchaus auch im internationalen Vergleich die Chance, um gegen die anzutreten. Ja, super. Absolut. Absolut. Durchaus. Jetzt kommen wir zur Startnummer 07 und ich habe Max eben schon rausgeschickt. Das ist ja eine Erfolgsgeschichte, die ist unglaublich. Ja? Deshalb kennen Sie, das ist das Kürzel schlechthin, SSDSGPS. SSDSGPS. What was that? Was ja, ist das nochmal? Das ist so. Vor ein paar Wochen kannte es keiner in Deutschland, aber er hat es geschafft, das, was man schaffen musste. Er musste nämlich einstarten in die Charts oder die Top 40 und er schaffte es von 0 auf 1. Max! Yeah! Hallo, ich bin Max, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Krenkingen in Süddeutschland. Ich bin hier gecastet worden bei SSDSGPS bei Stefan Raab, TV Total. Don't wanna talk about the way I am. I only try to make you understand. Also ich habe da nie dran geglaubt und nie dran gedacht, dass ich da jemals die Möglichkeit hätte, da Deutschland zu vertreten. Just can't wait until tonight, baby. Till I have you by my side. Baby. Ja, es hat sich viel mehr in meinem Leben erfüllt, als ich mir je erhofft hatte. Max muss natürlich nach Istanbul fahren, weil Max für mich der talentierteste Sänger ist, der mir in den letzten 20 Jahren über den Weg gelaufen ist. Und weil unser Team gewettet hat, dass sich dann alle Schnäuzer wachsen lassen. Und das will ich sehen. Das nenne ich einen Fanblock. Was soll ich sagen? Und vor allem, wie geil. Ich meine, das wäre es doch wert, dass Stefan Raab sich einen Schnäuzer wachsen lässt. Allein dafür muss man ja schon für Max stimmen, könnte man meinen. Aber er hat es tatsächlich auch verdient. Ne? Machen wir uns nichts vor, der hat gekämpft wie ein Tier bei TV Total. Er hat unglaublich gut singende Damen einfach hinter sich gelassen. Und Thomas Anders und Joy Fleming, die übrigens beide in der Jury saßen, waren so begeistert, dass sie fast geheiratet hätten und ihn adoptiert hätten. An dieser Stelle guten Abend, Thomas Anders. Und wie wir gerade gehört haben, ist er ja unglaublich im Abiturstress. Also Max, nicht Thomas Anders. An dieser Stelle möchte ich da auch noch mal kurz erwähnen, dass da Stefan Raab steht, quasi der Papa. Ne? Und ich würde behaupten wollen, dass man ihm, dass man Stefan Raab doch eine gewisse Anspannung ansehen kann. Und ist es das nicht wert, Germany 12 Points zu sehen, um Stefan Raab schweigend und erregt zu sehen? Ich würde sagen, ja, an dieser Stelle. Aber nicht nur Stefan Raab sitzt da rum. Eigentlich sind hier unglaublich viele Prominente in diesem Fanblog. Kai Pflaume, klar, Thomas Anders haben wir Hallo gesagt. Der Rest der TV Total Band und so weiter und so fort. Jetzt fragen sich viele Leute, ist ja super, warum ist der Pflaume da? Ja, habe ich mich auch gefragt. Dann habe ich aber gelernt, dass sie sich bei der VOG-WM kennengelernt haben und lieben gelernt haben. Insofern würde ich doch jetzt mal kurz um so ein kleines Plädoyer für Max bitten. Warte, ich komme mal eine Stufe runter. Ich glaube einfach, das ist gar nicht so sehr die Tatsache, dass Max einfach nur ein guter Typ ist. Er hat eine fantastische Stimme, er ist super sympathisch und er ist einfach der beste Beweis dafür, dass unsere Jugend viel besser ist, als man sie oft nachsagt. Und ich glaube, dass er für einen fantastischer Botschafter wäre, für Deutschland in Istanbul einfach mal zu zeigen, was wir hier für musikalisches Potenzial haben. Dafür gibt es Applaus vom Fanblog, ich bin mir sicher. Gucken wir uns also mal an, wie Max aussieht, wenn er auf die Bühne kommt. Hier ist Max. Gemacht. Er meinte, Max hat die Startnummer 07. Das hat mich hier in Lebensgefahr gebracht. Alle so, spinnt ihr? Das ist die 07, das ist die 08, 06, haha.
gab Schläge von hinten. An dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, nur für später, Max hat die Startnummer 06. Also alle ganz ruhig. Jetzt ist er auf der Bühne. Er ist fantastisch. Er hat eine fantastische, auch schon aus TV Total bekannte und von mir heiß geliebte Band. Hier ist Max mit der Startnummer 06 und Can't Wait Until Tonight. Bitteschön! I don't wanna talk about the way I am. I only try to make you understand that my affection is so really true. My heart has started thumping since I met you. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, baby, tonight, baby, till I have you by my side, baby. Just can't wait until tonight, my lady, for being with you. True love won't be afraid. I know I'm not. DJ Westbam aus Berlin und das ist DJ Africa Islam aus New York City. Democracy, democracy, unlike the vast majority, ain't got no choreography, so why you always sweating me? Wir haben ein Protestlied geschrieben, das sich gegen die choreografierte Gesellschaft richtet. Und wir wollen es singen, unser Lied, beim Chanson de la Eurovision Grand Prix de Bourgogne-Franche-Comté. Go bounce, go bounce, go bounce, go bounce.
figured I better put my sluggish clothes on and let's get it on. Yeah, right. Millions in past royalties. I'm just a rebel. Wir spielten in Mexico City, wir spielten in Tokio. Und deshalb müssen auch wir das machen, weil die anderen sind alle international so unerfahren. Das wird doch wieder nichts. Wir haben definitiv ein Chanson, der seinesgleichen sucht unter den Chansons de la Eurovision. I'm going to Istanbul, whether we win or not. Right, right. So, liebe Carmen Nebel-Fans, man kann auch den Fernseher einen Tick leiser drehen, wenn sie nicht zusagen sollte. Hinter uns sitzt Benjamin von Stuttgart-Barre, der Autor. Warum sollten heute nicht nur Dichter und Denker anrufen? Nein, ich bin begeistert, dass dort schon Max-Sachen hochgehalten werden. Denn wir hatten ja eben diesen Klingelton Max und jetzt kommt ja der richtige Max, Maximilian Lenz alias Westbam, der die elektronische Tanzmusik in Deutschland erfunden hat und der sie um die ganze Welt schon getragen hat und deshalb auch als einziger hier überhaupt in diesem Saal berechtigt ist, das für die ganze Welt zu tun. Maximilian Lenz alias Westbam. So, und die Anmoderation, Frau Kuttner. Ich habe an dieser Stelle Angst, dass die Arena von Westbam-Fans überfordert, übermannt wird. Deswegen jetzt auf der Bühne Westbam mit der Fügeisler am Start Nummer 07 und Dancing with the Rebels. Democracy, democracy, unlike the vast majority, ain't got no competency, so why you always sweating me? I'm just a rebel, dancing with the rebels, as nasty as I wanna be, don't know what you want from, didn't kill the music industry from downloading on MTV, I'm just a rebel. The rebel, dancing with the rebels. Let's get the party started. Go bounce, go bounce, go bounce, go bounce, go bounce, go bounce, go bounce. The rhythm, the rebel, bounce, just bounce. Go bounce!
Dank dem Polizeiballett Babelsberg, Endziffer 07 für Westbam und Afrika Islam, wenn sie sagen, ja, die sollen in Istanbul auftreten. Damit schon zur 08, bitteschön. Ich möchte mal sagen, zu einem Genre, in dem sich auch die reiferen Zuschauer wieder ein bisschen wohler fühlen, und zwar Popmusik. Richtige, gute Popmusik mit richtigen Instrumenten, fantastische Melodien. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal fragen, wer kommt denn hier alles so aus Mannheim? Dann wird das jetzt das zweite Mal, dass ich mich in Lebensgefahr begebe, weil... Also Mannheim ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht die schönste Stadt auf der Welt, aber, es kommt ein Aber, ich verspreche es, da kommen die besten Musiker her, scheint mir. Ich erinnere nur mal kurz an die Söhne Mannheims, an Xavier Naidoo, und auch der junge Mann, der jetzt kommt, ist quasi ein Sohn Mannheims, ist auch in den Hitparaden zu Hause. Wir gucken ihn uns mal an. Hallo, ich bin Lethal Dean. Ein Tag wie der andere. Zwei Seiten von hier. Ich finde die Idee, aus dem Grand Prix oder dem Vorentscheid mal wieder eine sehr musikalische Veranstaltung zu machen, sehr, sehr gut. Und sehe das mit allen Beteiligten zusammen als so ein Stück Pioniersarbeit. Ich glaube, ich habe gegenüber dem einen oder anderen Kandidaten bestimmt ein bisschen mehr Erfahrung, weil ich das jetzt sehr, sehr lange mache. Und dadurch sozusagen genug Willenskraft, um das auch zu überleben, wenn ich hier nicht gewinnen sollte. Wir fliegen über diese Welt, weil uns hier nichts am Boden hält. Hallo, hier ist Yvonne Katterfeld und ich finde, dass Leith Eldin ein würdiger Vertreter für Deutschland wäre. Nicht nur allein, weil er ein ganz lieber Mensch ist, sondern weil er auch ein hervorragender Sänger ist, ein kompetenter und vor allem glaubwürdiger Sänger. Und ich finde es außerdem gut, wenn Deutschland mit deutscher Sprache auch vertreten wird. Leith, ich drücke dir alle Daumen. Reißen Sie die Arme in die Luft, hier ist er, der wunderbare Leith Eldin! Neben mir, also ich meine, hier ist ja ein kompletter Fanblock, machen wir uns nichts vor. Aber die beiden Mädels haben sind erstens komplett ausgetickt, haben zweitens auch schon beim Trailer mitgesungen, was ich so süß fand. Und sie haben ein Freundschaftsplakat, bei dem das eine ohne das andere nicht funktioniert. Und dann können Sie mir sicherlich auch fragen, warum jetzt Leith Eldin unbedingt dabei sein muss, was das Allerbeste an ihm ist. Warum ist der so gut? Er ist live der Allerbeste. Ja, live zu singen, der Allerbeste, die Welt ist geil. Naja, das passt ja total gut, weil dann kann er uns das jetzt hier bezaubernd vorführen, wollte ich gerade sagen. Leith Eldin, der augenscheinlich live der Allerbeste ist, mit der Startnummer 08. Und höher! Leben, die ganze Welt.
Laser Dean, Startnummer 08 und höher. Wenn Sie wollen, dass er höher landen soll hier beim Vorentscheid, dann die 08 auf jeden Fall merken. Dann fährt er vom Neckar am Bosporus zum 15. Mai. Und wir sind im nächsten Fanblock. Und da kann man, also ne, wir haben ja zum Glück Farbfernsehen, man kann lesen. Sogar T-Shirts haben sich bedrucken lassen. Hier, was steht drauf? Für die, die nicht lesen können, gibt's auch. Super, ja, er selber gut. Kann nicht lesen, ja zieht nix. Einfach ein T-Shirt an, macht ja nichts. Ist doch egal, man muss nur hören können. Wir wollen nicht, dass unsere Zuschauer lesen können. Mir reicht das vollkommen. Und ich würde eins gerne nochmal sagen. Es ist ja so, dass heute die Musiklandschaft folgendermaßen aussieht. Man guckt in die Charts und überall so junge Leute um die 20 und alle gecastet. Ist nichts Besonderes, man denkt kein Problem und dann passiert Folgendes. Dann tummeln sich dazwischen zwei junge Mädels, die schon unglaublich lange Musik machen, nicht gecastet sind, sich seit ihrer Kindheit kennen, ihre Texte auch noch selbst schreiben und was passiert? Alle Leute sind total verwirrt. Wie, hä? Das geht? Ohne Casting? Das, hä? Wie soll, hä? Hä? Wer soll das denn sein? Stellt man sich so vor, also komplett Ausnahmeerscheinung. Auf jeden Fall hat es geklappt und deshalb sind es zwei Engel für Deutschland. Und die beiden haben Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, bevor wir hier auftreten, gehen wir mal zur Wahrsagerin. Und Sie kennen Frau Kuttner mittlerweile, die ist nicht auf den Mund gefallen. Die sagt natürlich, da gehe ich mit. Was hat denn die Tante den Damen erzählt? Es war ein großer Spaß. Es war sowieso, die Wahrsagerin war eine junge Frau, die eigentlich zum Film wollte. Sie war aber schon 60. Nicht, dass man damit nicht zum Film kommt, aber sie wollte, als sie jung war, zum Film kommen. Jetzt ist sie Wahrsagerin und hat in den Mädels unter anderem gesagt, dass sie jemanden treffen werden, der sie auf dem Weg nach oben begleiten würde. Da dachten wir, ja, klar, Taxifahrer vom Flughafen halt, vielleicht aber auch eine höhere Macht, man weiß es nicht. Es könnte aber sein, wenn man sich den Bandnamen der beiden Mädels mal ganz genau anguckt, beziehungsweise anhört. Hier sind sie. Hi, wir sind Kathi und Ela von Wonderwall. Wir beide, wir machen jetzt seit über 10 Jahren schon zusammen Musik. Wir kennen uns von der Schule. Unsere Musik ist in erster Linie ganz persönlich. Also dadurch, dass wir alles selber schreiben, ist es so ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Wir waren wegen der Frage, ob wir beim Grand Prix vielleicht gewinnen, auch sogar bei der Wahrsagerin. Und die hat uns eigentlich recht gute Karten gelegt, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall eine Ehre, wirklich für Deutschland anzutreten. Wenn man verliert, dann darf man auf gar keinen Fall weinen oder so. Und hier sind sie, die so zauberhaften Mädels von Wonderwall! Sie haben ja schon einiges mitbekommen, was die Fans hier auffahren. Sie müssen sich vorstellen, hier in der Treptow Arena sind ungefähr 57,8 Grad Celsius und trotzdem bringen noch welche, haltet mal fest, hier, einen Schal mit. Es könnte ja ziehen von hinten. Also die Fans haben wirklich alles gegeben, auch für Wonderwall mit der Startnummer 09 und... Der Song? Du möchtest den Song von mir wissen? Ich sag doch jetzt nicht einfach nur den Song, ich mache eine richtige Ansage, weil ich freue mich unglaublich, dass Sie hier sind. Hier sind Wonderwall mit der Startnummer 09 und Silent Tears! Whispering words to God, and wasn't it her never aimless inquest? I don't take out a spit, you called me rubbish, and wasn't it? Shining.
zu brüllen. Zugabe! Zugabe! Und an dieser Stelle kommt wieder der Part, wo ich die Böse bin und sage, nee, gibt's nicht. Gibt's nicht. Tja, so einfach ist das. Trotzdem, Hammer-Song. Er hat uns, ich möchte ganz kurz nochmal sagen, wir haben ja jetzt hier alle schon sehr häufig geprobt. Wir befassen uns mit dieser Veranstaltung Germany 12 Points schon sehr lange. Und ich habe Menschen gesehen in den Proben in der letzten Woche, die immer nacheinander zu mir kamen, sich endlich die Songs angehört hatten und meinten, scheiße, der ist doch total gut. Der hat mich total gekickt. Und auch dieser Song neben all den anderen hat uns irgendwann total gekriegt. Wir sind große Fans von allen Leuten, die hier auftreten. Das waren Wonderwall mit Silent Teens. Und wenn Sie wollen, dass die Mädels für uns nach Istanbul gehen, merken Sie sich die Startnummer 09, ist ganz wichtig. Nachher wird Ihnen auch erklärt, an welche Telefonnummer Sie ranhängen. Und das war, wie man an der Zahl erkennen kann, jetzt der vorletzte Song. Das bedeutet, ein Song von einem Teilnehmer steht noch aus. Und bevor wir dazu kommen, würde ich jetzt gerne nochmal zu Herrn Pilawa schalten, der sich schon wieder mit unseren großen Auskennern Peter Obern und Lionel Richie im Backstage-Bereich rumtreibt. Bitte schön. Ja, sozusagen der Ältestenrat Backstage muss auch sein zur moralischen Zentrierung dieser Sendung. Ja? I love the way you handle that. Das gefällt mir sehr, toll. Ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die wir heute hören, oder? Wahnsinn, also wirklich aus jedem Stil, der wirklich in Deutschland aktuell ist, in der Popmusik, haben wir einen sehr, sehr guten Beitrag gehört. Also die Qualität ist besonders hoch. Lionel, how do you think? You know, I was going to say the same thing. Das Gleiche wollte ich sagen. Es ist so ungewöhnlich, so viel Begabung hier im Vergleich zu Amerika. Wir haben ein oder zwei Stile und das ist es dann. Aber hier haben sie so viele verschiedene Stile in einer Show, in einem Wettbewerb. Unglaublich. Alles live, zudem auch noch gesungen, muss man hier immer wieder betonen, denn das gibt es ja eigentlich auch selten. Wenn jetzt Lionel Richie von mir ein paar Euro bekäme, um sich eine CD von heute zu kaufen, welchen Song würde er sich kaufen? Yeah, it's so interesting. You would put so me on the interessant. Spot like also da bin ich wirklich in. Also quer durch finde ich sind. Ich bin ja mehr vom Rock hergekommen. Ich habe Lenny Kravitz zum Beispiel sehr gern. Andererseits Pink ist so ein Beispiel. Ganz interessant. Wegen der Tatsache, dass die Begabung in beide Richtungen geht, die Melodie und der Text und die Gruppe selber. Da haben sie mich jetzt erwischt, das gibt so viele. Aber er hat mir gerade verraten, was sein Favorit ist, aber das sagen wir jetzt nicht. So eine kleine Andeutung, Lionel Richie. Nee. So eher die rockige Nummer, die Ballade. Heute. Also glauben Sie es mir oder nicht, ich bin ja eigentlich im Herz mehr so für die Ballade, für das Lyrische, aber ich bin ja eigentlich wirklich so der Langsame, da bleibe ich drin. Auf jeden Fall muss ich natürlich, wenn Lionel Richie ein Weltstar bei uns ist, keine CD kaufen. Er kriegt von uns, ne, Germany 12 Points, da sind sie alle drauf, alle 10 Interpreten. Also auf jeden Fall reinhören, nicht hier liegen lassen, das tut weh. So, jetzt vielleicht, einen haben wir noch, ja? Wie sieht's aus? Ein Favoriten, Peter? Ich habe einen Favoriten, ja, aber hier waren so viele sehr gute Beiträge. Also für Istanbul mache ich mir überhaupt keine Sorgen, denn egal wer gewinnt, hier würde ein sehr, sehr guter deutscher Beitrag an den Start gehen. Jetzt gab es ja im Vorwege auch Kritik, dass viele gesagt haben, meine Güte, warum macht ihr den Vorentscheid neu, warum macht ihr ihn anders? Aber es war aus deiner Sicht auch nötig. Super, also wir haben hier nicht solche Kandidaten, die in die Richtung Klamauk gehen. Wir haben wirklich richtig ernsthafte, gute Popmusik aus jedem Stilbereich, von Profis gemacht. Und das ist einfach, zeigt ja diese Show, eine klasse Show. Aber was so interessant hier ist, sie haben so tolle Begabung, der Querschnitt ist so groß. Die Stile, die da hier vertreten sind, Mia zum Beispiel und die Westbam, diese Gruppe da, der DJ. Afrika, Islam, Westbam, Afrika. From Mia to Westbam, also jeder Einzelne, nicht nur Westbam, was die Präsentation angeht, das ist so fantastisch. Kommt jetzt noch ein Style dazu. Ich weiß, dass in der Halle jetzt schon ein Fanblock aufspringen wird, denn wir kommen tatsächlich zum letzten Teilnehmer bei diesem Vorentscheid. Und es ist eigentlich eine der erfolgreichsten deutschen Bands der vergangenen Jahre. Nicht weniger als 15 Top 10 Hits hatten sie. Und auch da gilt es wieder die Gehörprobe Nummer 2 für alle ARD-verswöhnten Musiker. Ring me up! Hi, ich bin Rick. Ich bin Jay. Ich bin HP und wir sind Scooter. Chica, Chica. Welcome to the main arena. Wir haben nichts verbogen oder uns extra auf den Grand Prix jetzt eingestellt. Es ist so Scooter pur und entweder die Leute mögen es oder nicht. Wow.
That's how we mix it up. Es ist mal interessant zu sehen, wie das so beim ganz breiten Publikum irgendwie ankommt, ob man da überhaupt eine Chance hat oder ob man die verschreckt vom Fernseher, was ja auch nicht so schlecht ist. Istanbul, ja, warum nicht? Also es ist eine schöne Stadt, so was man so hört. Wir waren bis jetzt noch nicht da. Das wäre auch mal ein Neuland für Scooter. Guten Tag, mein Name ist Helge Schneider. Ich bin der Meinung, die Gruppe Scooter ist eine der besten deutschen Nachwuchsbands. Um da beim Grand Prix zu gewinnen, ist diese Band natürlich hervorragend geeignet. Deshalb ist es die einzige Band, die ich jetzt vorschlage, dass die also nach Istanbul müssen. Solche sind. Da wurden schnell aus dem Matheheft so ein paar Zettelchen rausgerissen, Herzen gemalt. Es ist also, ich möchte fast weinen. Man muss dazu sagen, dass Scooter nicht nur hier in der Halle und auch bei Helge Schneider zu Hause, sondern in der ganzen Welt Fans haben. Die haben nämlich schon in Finnland, Ungarn und schieß mich tot, wo sonst noch, goldene Schallplatten eingeheimst. Und jetzt möchte ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Immer wenn Scooter auftreten, egal wo, ist eins unglaublich verboten: hinter der Bühne rauchen. Das liegt daran, dass Scooter die gesammelte Pyrotechnik dieser ganzen Musikbranche lagern, um aufzutreten. Und das bedeutet, liebe junge und auch ältere Menschen zu Hause, Sie müssen jetzt sehr stark sein, weil es ist gefährlich für uns wegen der Pyrotechnik, / Feuerwerk. Es werden halbnackte Mädels auftreten, bitte halten Sie Ihre Männer fest. Und es wird in allererster Linie laut. Freuen Sie sich also wie die Wahnsinnigen mit mir auf die Startnummer 10, dieses Scooter mit Jigger, Jigger! Ring me up! Skip to the dip now!
alles zum krönenden Abschluss. Die Endziffer 10 für Scooter. Und das, eigentlich hast du doch Husten, ne? Hat dich das überfordert gerade? Es ist das Alter, Jörg, es ist das Alter. Ja, zum Glück ist es ja gleich zu Ende. Auf jeden Fall. Endziffer 10 merken für Scooter und meine Damen und Herren, damit sind Sie so langsam gefordert. Wir müssen Ihnen noch mal sagen, was jetzt passiert. Es gibt zwei Abstimmungsrunden, ja? Also erst einmal stimmen Sie ab, dann kommen die besten zwei ins Finale und Sie stimmen dann noch einmal ab. Und heutzutage wird ganz anders abgestimmt, als es früher der Fall war. 75 ging das noch sehr seriös in der ARD zu. Das war unglaublich. Eine Jury wird auswählen. Aus 9 Städten ist jeweils ein Journalist, ein Musiker, eine junge Dame und der Fernsehunterhaltungschef des jeweiligen Senders oder sein Vertreter berufen worden. Unsere Jury, die sich im Studio 2 befindet, besteht also aus 36 Personen. Auch ein Notar ist selbstverständlich anwesend. Kein Loriot-Sketch auf keinen Fall und eine nette Berufsbezeichnung, Frau. Eine nette junge Dame, die Berufsbezeichnung, wie mies ist das eigentlich? Aber die Zeiten haben sich geändert. Genau, und jetzt wird richtig mit TED, Telefon und SMS abgestimmt. Was Sie brauchen, ist natürlich noch die richtige Nummer. Genau, und jetzt geht's los. Das ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, wo Sie sich bitte wahlweise einen Stift und einen Zettel oder ein sehr, sehr großes Gehirn zulegen. Jetzt kommen die Nummern. Wenn Sie per Telefon abstimmen wollen für Ihren Favoriten, dann tun Sie das. Und zwar wählen Sie einfach die Telefonnummer 01379 0081 und hängen Sie bitte die zweistellige Endziffer Ihres Favoriten ran, also von 01 bis 09 oder die 10, nicht 1234, sondern 01, 02, 03 und so weiter und so fort. Wenn Sie allerdings per SMS abstimmen wollen, und das können Sie natürlich auch tun, dann schicken Sie bitte die Startnummer Ihres Favoriten, also 01, 02, 03, 04 und so weiter und so fort, an die folgende Telefonnummer 83333. Also 8 und 4 mal die 3 und bitte auf gar keinen Fall Scooter, Wonderwall, was auch immer reinschreiben, sondern die Startnummern sind ganz wichtig. Also von 01 bis 10 Startnummern schicken. Und es lohnt sich natürlich für Sie, wenn Sie mitmachen. Es gibt eine Städtereise zu gewinnen, natürlich nach Istanbul. Mit Flug, mit Hotel und auch mit dem Besuch des Finales am 15. Mai dann in Istanbul. Also kräftig anrufen, das Ganze gesponsert von TUI. Deshalb sagen wir an dieser Stelle TUI, 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 dass es für Sie klappen sollte. Und was Sie jetzt noch brauchen, wenn Sie die Endziffer nicht kennen, ist natürlich der Schnelldurchlauf und den Hammer. Shake in my hands.
erste Stern vom Himmel fällt, auf ihren Stern für die Ewigkeit. Und wenn dein Bild in meinen Träumen erscheint, ich weine im Schlaf, ich bin so allein. Na, 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 na. Wir sind offenes Geheimnis, das Böse gezähnt. Liebe in größeren Mengen. Und was Blöde jetzt denken, ist, die kommen dann schon. Aber yo, wir brauchen Tonnen davon, Tonnen davon. Profi-Grüppchen, die wir zur Wahl gestellt haben. Jetzt sind Sie dran. Sie müssen entscheiden mit Ihrem Anruf oder mit einer SMS, wer nach Istanbul soll. Sie haben die Macht, also nutzen Sie sie. So, und für all die, die immer noch die Endziffern nicht wissen, hier nochmal alle Endziffern im Überblick mit der richtigen Telefonnummer. Und Sie glauben gar nicht, was hier los ist. Vor uns sitzen die Mia-Fans. Die tippen in ihre Handys die SMS-Nummer ein und schicken sie ab. Das machen natürlich die anderen Fans auch alle. Gut so, gut so, gut so. Zwei ziehen danach hier ins Finale ein. Nur einer kann es werden. Das sehen wir dann beim zweiten Wahlgang. Und wir sind spätestens jetzt an so einem Punkt angelangt, wo auch jeder vom Fernseher gemerkt haben durfte, irgendwie hat sich da was getan. Der Vorentscheid ist nicht mehr das, was er mal war. Und man merkt es aber auch an einer ganz bestimmten Sache. Nämlich, Ralf Siegel ist mit keinem einzigen Titel vertreten. Ich kann verstehen, dass das viele nicht gut finden. Deshalb gibt es hier noch einmal Tribute to Ralf Siegel, kann man sagen. Wir haben nämlich die weltweit größte Boygroup zusammengestellt, die man sich vorstellen kann. Insgesamt 17 Titel hatte Ralf Siegel beim Grand Prix-Finale am Start. Und ich bin sicher, Sie können eigentlich bei allen 17 mitsingen. Die Rede ist, wenn wir von der mitgliedstärksten Boygroup der Welt reden, ein paar jungen Männern, um genau zu sein, 10, sie kommen aus Australien und haben aus allen Siegelhits ein fantastisches, und das meinen wir wirklich ernst, weil wir total aus dem Häuschen über diesen Song sind, ein fantastisches Medley gebastelt, das sie in astreinem Deutsch singen. Ich glaube, die haben das nach Lautschrift gelernt oder nach so. Lautschrift gelernt, nur das SCH, ansonsten sitzt wirklich jeder ganz Buchstabe und jedes Wort bei denen. Insofern jetzt hier Arme hoch, Riesenapplaus für die Ten Tenners mit einem Medley von Ralf Siegel. Tribute to Ralf Siegel. Deine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sehen schon richtet, der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was uns keiner gerne tut. Der Papa will schon richten, wir haben ja zum Glück den guten alten Papa, unser bestes Hossa, 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 Hossa. Fiesta, Fiesta Mexicana, heute
gebe ich zum Abschied Fulana ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt die Tequila, die glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier, feiern noch einmal mit mir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag, die Sorgen schnell vergesst. Johnny Blue, alle singen deine Lieder. Johnny Blue, und die ganze Welt hört zu. Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für diese Erde. Lachen, glücklich machen, das war nicht stark. Wir stellen der Frischen bunte Zellen, das war nicht stark. Sie hat uns geröstet in der Röstung und wurde ins Bett gebracht. Wir liebten sie und spielten gern mit unserer. Ich träume mit offenen Augen von dir, wo ich auch bin, du bist immer bei mir. Das Wunder der Liebe hast du mir gebracht, du hast mich glücklich gemacht. Dein Heirat hat dein Udo, dein Heirat hat dein Udo. Stell dir ein Bett von den Eiern, schlag mich hart in den Blüten ein. Dein Heirat hat dein Udo, du liebst es doch sowieso. Dort hast du deine Show. Moskau, Moskau, deine Tür.
tiefe Verbeugung vor den Ten Tenors aus Australien, tiefe Verbeugung vor Ralf Siegel. Und der Beweis, früher war nicht alles schlechter. Also ich weiß genau, Ralf Siegel guckt heute Abend zu, Krimit wird wahrscheinlich neben ihm auf dem Sofa sitzen und sagen, was, das ist alles von dir? Ja, das war alles von Ralf Siegel und, oh nee! Will das noch jemand sehen? Natürlich nicht, aber Sie wollen noch mal Backstage gucken. Das tun wir noch mal zum letzten Mal, bevor die Entscheidung fällt, welche beiden Bands oder welche beiden Interpreten denn im Finale stehen. Sarah Kuttner, bitte. Ich glaube, wenn ich groß bin, möchte ich Jörg Pilawa heiraten. Jörg, ich liebe dich von ganzem Herzen. Wir sind jetzt aber hier im Backstage-Bereich und ich wünschte, ich könnte sagen, alle sind total entspannt. Eigentlich ist es so, es stinkt nach Angstschweiß und man ist die ganze Zeit dabei, für sich selber anzurufen, was ich wieder sehr charmant finde. Ich sitze jetzt hier bei den Jungs von Scooter und sie müssen eins wissen über das Backstage-Verhalten von Scooter. Es ist eigentlich wie auf der Bühne. Es ist laut und es gehen Sachen kaputt. Jetzt ist die Sache die, dieser Backstage-Bereich ist ja sehr filigran. Sehr viel Glas, sehr viel zarte Bistrotischchen. Fühlt ihr euch so ein bisschen in eurem Backstage-Verhalten eingeschränkt jetzt? Nein, nicht wirklich. Also wir haben ja hier tolle Kollegen, alles super. Die einzige Angst war die ganze Zeit, dass jemand irgendwie ein Glas auf meinen weißen Anzug kippt. Aber eine, Jungs, eine Sache verspreche ich euch hoch und heilig. Wenn das hier alles vorbei ist, machen wir gemeinsam irgendwas kaputt. Ich schwöre. Das war ein Scooter. Ich mache mich weiter. Und zwar nach hier. Da sind nämlich Overground. Auch alle in weiß gekleidet. Jetzt ist das ja so, ihr musstet euch ja schon mal einer großen Jury stellen. Ne? Dann hat man das geschafft und dann denkt man, Gott sei Dank, nie, nie wieder. Denkst du? Jetzt sitzt ihr hier und schon wieder die gleiche Situation. Ja, Mann. Ist das schlimmer? Weil die Jury ist ja viel größer. Die besteht aus all den Zuschauern. Wollte ich gerade sagen, die Jury ist heute diesmal ganz Deutschland. Und naja, wir konnten nicht mehr tun, als unser Bestes zu geben. Und ich hoffe, es ist gut angekommen. Und bitte, bitte anrufen. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, es wird angefangen zu betteln. Oh nein, es wird angefangen, die Moderatorin anzufassen. So, da ist Max und ich weiß, dass ich Max benehmen kann. Aber auch Max ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit eigentlich von Entscheidung zu Entscheidung, oder? Also auch gerade ein Ding geschafft, schwupps, stehst du schon wieder hier. Stimmt, ja. Ist ärgerlich oder doch gut? Nee, macht Spaß. Jetzt hast du ja, also ich würde dich bitten, jetzt mal total ehrlich zu sein. Es guckt auch kaum jemand zu. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, wärst du eigentlich viel lieber jetzt bei deiner Abi-Prüfung? Nee. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich bin froh, dass du das gesagt hast. Max war das noch, dem drücke ich die Trauben ganz schnell noch zu Sabrina Setlow mit einem fantastischen Dekolleté. Mist, hätte ich mal bei meiner Klamottenwahl mehr aufgepasst. Sabrina, gibt es bei dir Leute, die zu Hause so Freunde, Familie, eine Party veranstalten und Daumen drücken? Nö. Oh, da, du hast schon Freunde, aber... Nein, aber Stefan hat für mich angerufen. Das wollte ich schon mal sagen. Du kannst so sicher sein, dass Stefan dir gesagt hat, dass er für dich angerufen hat. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Stefan Raab wird erwachsen. Fantastisch. Es ist fantastisch. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Sabrina. Auch dir sind die Daumen gedrückt. Und jetzt zu yeah, Mia. Und da muss man dazu sagen, dass die Mieze schon eine ganze Woche lang Angina hat. Vom Feinsten. Ne? Mit Eiter und allem, was dazu gehört. Ja, ja, aber ich bin gedopt. Und jetzt ist auch alles vorbei. Alles gut. Und ich will nicht klagen hier. Und es tut nicht mehr weh. Nein. Nein. Ich fand euch super, das muss ich euch nicht mehr sagen. Und ich möchte an dieser Stelle euch ganz besonders, aber auch dem Publikum eine kleine Freude bereiten. Und zwar kommen wir jetzt zu einer Band, von der wir vorhin schon die Hälfte gesehen haben, beziehungsweise mit ihr geredet haben. Und eine Band, die auch relativ stark mit dem Grand Prix verbunden ist, weil vor 6 Jahren haben sie nämlich, ich sag gleich mal, wer es ist, bevor ich hier drum herum rede, Rosenstolz, haben vor 6 Jahren selber beim Grand Prix teilgenommen und so knapp den 2. Platz gemacht. Gildo Horn ist anstelle dessen nach Birmingham. Ist ja, also, naja, ne? So, Rosenstolz haben den 2. gemacht und trotzdem ging es bei denen mordsmäßig los. Seit die hier den 2. gemacht haben, ist deren Karriere richtig gestartet. Ich bin selber tatsächlich unglaublicher Fan geworden und freue mich deswegen sehr mit Mia, mit allen Leuten hier, mit mir, mit der Welt da draußen auf Rosenstolz und die aktuelle Single, ich sag sie nicht, sie singen sie selber. Bitteschön! Hast du nur ein Wort zu sagen, nur ein Gedanken, dann lass es Liebe sein. Kannst du mir ein Bild beschreiben mit deinen Farben, dann lass es Liebe sein. Sag's mir oder sag es nicht, red ich.
bitte nochmal um und ich seh's in deinem Blick, lass es Liebe sein. Lass es Liebe sein. Hast du nur noch einen Tag, nur eine Nacht, dann lass es Liebe sein. Stolz. Mit der Liebe ist jetzt ein bisschen vorbei, denn jetzt fällt die Entscheidung, welche beiden Titel kommen ins Finale. Denn das Gruselige ist, die Leitungen sind geschlossen. Fürs Erste auf jeden Fall. Und das bedeutet, machen wir uns alle nichts vor, dass jetzt eigentlich auf jeden Fall hinter mir schon klar ist, wer hier beim deutschen Vorentscheid bei Germany 12 Points ins Finale kommt. Zwei Leute werden es sein. Aber lass es uns auch noch vielleicht ein bisschen spannender machen. Wir selber wissen es tatsächlich noch nicht. Man wird uns gleich einen Umschlag reinreichen, wo denn dann die beiden draufstehen. Deshalb denke ich, holen wir erstmal alle zurück, die es denn sind, die hier angetreten sind, die 10. Und zwar hatten wir mit der Startnummer 01 der Schweizer aus Hamburg, Patrick Nuo. Settler, die Hip-Hop-Queen aus Frankfurt. Als vierte waren dran Deutschlands momentan erfolgreichste Boyband Overgrown. Oh, 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 oh.
Sie singt für Derek und vielleicht bald für Deutschland in Istanbul. Tina Frank. Doppelpark. Hier sind Westbar, Nordafrika, Isla. Zusammenfassung hat er mal klar gemacht, verdient hätte es jeder. Zwei können es aber nur sein, die jetzt ins Finale einziehen. Doch. Und ganz im Ernst, mir blutet leider jetzt schon das Herz. So viele Menschen, die wir alle toll finden und vor allem so viele Menschen, die auch tatsächlich was können. Ich will, dass jeder darf. Bitte Jörg, bitte sag ja, bitte sag ja. Und nach Istanbul können sie alle kommen, aber singen darf dann nur einer oder eine. So. Man hat uns die Umschläge reingereicht. So. Und eine Person steht bereits fest, die auf jeden Fall in Istanbul am 15. Mai mit dabei ist. Es ist eine junge Dame. Sie kommt aus Bielefeld und sie hat nämlich schon gewonnen. Es ist Michaela Holtmann, viel Spaß in Istanbul am 15. Mai beim Finale. Ob Michaela wohl kurz gedacht hat, dass sie den Grand Prix gewonnen hat? Wir wollten ja nur wissen, für wen sie eigentlich angerufen hat. Das steht nicht drauf. Vier stehen auf jeden Fall die beiden drauf. Möchtest du Nummer 1 oder Nummer 2? Nummer 1 gern. So, okay. Nimm den Zettel, darf keiner sehen. Im Finale und gleich nochmal mit dabei sind... Du scheiße Scooter! Entscheiden wiederum Sie. So, Kai Pflaume macht ein Foto. Danke Kai, einmal von Max ein Foto gemacht, sehr schön. Kai, du kannst das Handy gleich draußen lassen, weil du kannst gleich wieder eine SMS schicken und anrufen. Also, Scooter oder Max, es verzichtet keiner von euch. Nein. Alles klar, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder mit einem, der dann auf jeden Fall in Istanbul dabei ist. Wicked! Gut. Den anderen, vielen Dank. Auch da sehen wir uns gleich wieder. Max und Scooter.
Güte, so. Da war man doch überrascht. Ja. Es nur ist fantastisch. Wer wird es jetzt? Man macht sich ja immer so einen Kopf, ne? Auch wenn man so moderiert, denkt man irgendwie zu Hause und denkt nach, das könnte doch nur oder aber, das würde ja Sinn machen, wenn oder aber so. Und dann so ein Ergebnis. Sollten Sie jetzt schon wieder angefangen haben und die alten Nummern gewählt haben, können Sie vergessen, diese Nummern gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Es gibt neue Nummern für das Finale. Sie entscheiden jetzt, wer am 15. Mai in Istanbul mit dabei ist. Und hier sind die Nummern zunächst für Max. Es ist die 01379 0080 und dann die 21. 01379 0080 und die 21. Oder als SMS die 21 schicken an die 83333. Oder wenn Sie sagen, nein, Scooter soll auf jeden Fall in Istanbul mit dabei sein, dann wählen Sie 01379 0080. 22 oder eine SMS mit der Nummer 22 an die 83333. 01379 0080 21 oder 01379 0080 22. Max oder Scooter, ja, so sieht's aus, ne? Wir können überhaupt nicht anrufen. Das fällt mir immer wieder auf. Wir haben gar nicht unser Telefon dabei. Wir möchten natürlich auch anrufen, aber Sie können das ja machen. Sie haben alle Nummern, die Leitungen sind ab jetzt geöffnet. Wählen Sie sich die Telefon heiß und die Finger wund, was auch immer. Denn wir machen jetzt erstmal ganz langsam Musik. Ne? Wir haben ja hinten Backstage schon den Superstar Lionel Richie gesehen und jetzt haben sich viele von Ihnen sicherlich gedacht, ist doch fies, warum soll der denn Backstage rumsitzen, der macht doch selber Musik, das wissen wir doch. Es ging nur darum, so einen gewissen angenehmen Überraschungsmoment für Sie zu schaffen und ich weiß, dass viele von Ihnen in den letzten 4 Jahren zu Hause saßen und immer wieder auf der CD seine Songs gehört haben, Songs wie zum Beispiel Hello, Dancing on the Ceiling oder My Destiny und Sie saßen da und dachten, Mann, die sind so super, die Songs, kann ja nicht aber auch endlich mal was Neues machen. Natürlich hat er was Neues gemacht und er ist hier und bei Germany 12 Points wird er quasi exklusiv das allererste Mal die erste neue Single vom neuen Album präsentieren. Just for you, Lionel Richie, Mensch, wir wollen's hören. Hier stehen Sie noch mal bei. Ist denn? Ja, einer wird's nun, ne? Der Finale, oh, oh, Finale, oh, oh. Ganz andere Klänge von Scooter, auch das geht. Nur, ich denke, unterschiedlicher können eigentlich die beiden Titel nicht sein, die zur Wahl stehen. Nur wer hat am meisten Chancen in Istanbul, das kann man ja eigentlich mal erfragen. Tun wir es doch. Lass es uns tun. Ich finde auch, denn in Israel steht, in Istanbul steht. Warum sollte er da stehen? Mensch, da gab es neulich ein gutes Finale. Ja, das macht ein paar Sinn. Jahre ist es her. Nein, in Istanbul steht nämlich unser ARD-Korrespondent, wenn denn alles klappt. Herr Sauter, hören Sie uns? Ja, ich höre Sie. Guten Abend nach Berlin. Wunderschönen guten Abend. Haben Sie eben gehört, welche Titel denn im Finale jetzt zur Wahl stehen? Ja, ich habe es mitgekriegt. Und für wen sind Sie? Na, für den Besten natürlich, sonst gibt es für Germany keine 12 Points hier in Istanbul. Hat man denn in Istanbul überhaupt verfolgt, was hier in Deutschland abgeht? Interessiert das jemanden? Also man ist natürlich gespannt auf alle Beiträge aus allen Ländern, aber schon ein bisschen mehr auch noch auf die Beiträge aus Deutschland, vor allem nachdem sich das Konzept ja in Deutschland ein bisschen geändert hat. Vor allem aber will man hier in Istanbul den Menschen, die hierher kommen, zum Finale zeigen, dass Istanbul mehr zu bieten hat, dass Istanbul was anderes ist als ein überdimensionales Kreuzberg. Wir sind hier ja mitten im Zentrum von Istanbul, in Belo, also da, wo man ausgeht. Wenn man ausgeht, da ist jetzt schon mords was los. Da können Sie sich vorstellen, was los sein wird im Mai, wenn man hier im T-Shirt um die Häuser ziehen kann. Wir haben uns mit der Kamera schon mal vorab ein bisschen umgeschaut, um allen, die hierher kommen, einen Vorgeschmack zu geben, was sie denn erwartet in Istanbul. Vielleicht schauen wir da einfach mal rein. Ah,
Allein im Zentrum von Istanbul gibt es etwa 5500 Diskos, Bars und Restaurants. Neben der Bierschenke findet man den Club mit der Hausmusik und an jeder Ecke eine andere besondere Party. Wer nach Istanbul kommt, ist schon im Westen und doch auch noch im Orient. Die Stadt ist wie ein Mosaik. Oder wie ein Sprichwort hier sagt, Istanbul bei Nacht ist wie ein Spiegel. Jeder, der in diesen Spiegel schaut, kann sich darin finden. Hier fließt der Rakı, der türkische Anis-Schnaps. Neben Bier wird Prosecco ausgeschenkt. Man tanzt zu türkischem Pop genauso wie zu orientalischer Folklore. Die Schauspielerin Meltem Cumbul wird den Song Contest in Istanbul präsentieren. Sie war hier schon ein besonderer Star, bevor sie eine der Hauptrollen in Fatih Akın's Film Gegen die Wand gespielt hat, der ja in Berlin den Goldenen Bären gewann. Wer noch nie in Istanbul war, der muss sich seine Zeit gut einteilen. Es gibt natürlich die beiden Nächte mit dem Song Contest. Aber auch darüber hinaus gibt es hier so viel zu sehen, zu jeder Jahreszeit und zu jeder Tageszeit. Überall werden neben dem Song Contest besondere Konzerte stattfinden. Rock- und Jazzgruppen aus aller Welt werden erwartet. Istanbul hat sich gut vorbereitet auf die größte Party des Jahres. Also ich bin sicher, es wird in Istanbul im Mai hier die Party des Jahres stattfinden. Herr Sauter, wir hoffen, dass Sie mitfeiern werden, vielleicht sogar heute Abend noch mal schnell eine Runde ausgehen. Wir haben hier nämlich noch ein bisschen was zu tun, haben nämlich gerade gehört, dass die Leitungen jetzt schon geschlossen sind für das Finale. Also jetzt wird sich gleich entscheiden, wer von den beiden Parteien, die hier stehen, das Rennen machen werden. Vielen Dank, Herr Sauter, vielen Dank, dass Sie da waren, auch wenn nur so über den Bildschirm. Und einen schönen Abend noch. Danke, Herr Sauter. Schönen Abend, alles Gute. Ja, danke, tschüss. So, wer war denn von euch überhaupt schon mal in Istanbul? Ich noch nicht. Also gar keiner von uns. Keiner, also wollt ihr alle? Wir waren schon in Kasachstan, aber noch nicht in Istanbul, komischerweise. Okay, am 15. Mai ist es soweit und wir hören jetzt schon mal ein paar Klänge eigentlich aus der Heimat, aus der Türkei. Und da gibt es einen Mann, der bestimmt im Grunde genommen das gesamte Musikgeschehen in der Türkei. Er ist Produzent, er ist Musiker, er ist Interpret. Bis dahin könnte es Dieter Bohlen sein, der einzige Unterschied. Er kann auch noch sehr, sehr gut singen und er ist heute Abend hier. Arab 2004 mit Mustafa Sandal. Viel Spaß.
Mustafa Sander. Klänge aus der Türkei, 15. Mai. So, jetzt wird's ernst. Ich würde es kurz noch mal gerne erwähnen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen verwirrt davon, dass Scooter im Finale sind. Und mir ist was so Bezauberndes eben hinter der Bühne passiert. Ich stehe neben HP Baxter, ein Tier von einem Mann, der vermutlich gar nicht weinen kann. Und der steht neben mir und sagt, Mensch Sarah, ich bin aufgeregt. Wie süß ist das? Auch harte Männer haben ein Herz und das finde ich großartig. Max hatte eher so ein Pokerface, ne? Der wirkt ja generell sehr ruhig und sympathisch, keine Miene verzogen. Also er wirkt immer noch so, als wenn er es gar nicht glauben kann, hier zu sein. Aber jetzt, hier drin ist es, so, da. Wir haben noch nicht reingeguckt, ich weiß es nicht. Ich finde es aber auch gut, dass wir es nicht wissen, dann kommen wir auch realistischer rüber. Vielleicht sollten wir einfach die beiden, um die es sich jetzt dreht, nochmal und vielleicht bitte mit einem tosenden Applaus begleitet von Ihnen allen auf die Bühne bitten. Hier sind nochmal Scooter und Max. Jörg, ich habe Angst. Ich habe nur gesehen, dass die ganze Zeit auch Stefan Raab und Kai Pflaume und auch Thomas Anders getippt haben, gewählt haben. Ob es geholfen hat, wir wissen es gleich. Möchtest du? Nee. Gut, muss ich? Ja, du musst. Ich will, dass sie danach meine Freunde sind. Okay. Es geht jetzt tatsächlich um alles, meine Damen und Herren. Es geht darum, wer für Deutschland nach Istanbul zum Eurovision Song Contest am 15. Mai nach Istanbul fährt und da verdammt ich noch eins den Preis, den Siegerpreis einheimst. Und wer ist es jetzt? Jörg sagt. So, mit 92,05% fährt nach Istanbul Max. Stefan Raab und die gesamte Redaktion lässt sich Bärte wachsen. Sie sind beim Finale in Istanbul mit der Sendung dabei. 92,05%, deutlicher geht's nimmer. Max also am 15. Mai für Deutschland beim Finale des Eurovision Song Contest in Istanbul. Und bevor wir uns jetzt nochmal anhören, möchte ich gerne nochmal Danke sagen zu einem fantastischen Publikum, was ordentlich Lärm gemacht hat. Und vor allem auch zu dir. Es war mir eine große Ehre, diesen Abend mit dir zu bestreiten. Vielen Dank, Frau Kuttner. Es hat mir eine große Freude bereitet, mit Ihnen hier stehen zu dürfen. Und jetzt nochmal viel Spaß mit dem Siegertitel des heutigen Abends. Dort steht er, der Mann im Rolli. Max, guten Abend und tschüss. Tschüss. Talk about the way I am. I only try to make you understand that my affection is so really true. My heart has started thumping since I met you. Just can't wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby. For being
Alfonso und an Wurlitzer ist der Wolfgang.